Oh, das war die Fußraste unten. Das war die Fußraste. Was ist da passiert, Alter? Moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Biker und Biker-Bräuter. Eigentlich hatte ich ja meine Begrüßung gesucht und Olli hat mal was geschrieben. Hallo, liebe Freunde der explosionsbedingten zweirädrigen Fortbewegung. Olli, ich kann es noch nicht mal ordentlich vorlesen, geschweige denn wir das auf dem Motorrad merken. Aber ich danke dir recht herzlich nochmal dafür, für den Vorschlag. Aber es kannst du dem Matze nicht zumuten, der ist ja so schon verstrahlt. So, ja, heute gibt es ein Video. Ich bin nochmal 2 Tage im Oktober auf dem Kiffhäuser gewesen, 2 Tage hintereinander. Das war, glaube ich, der 10. und der 11.10. War richtig gut. Der erste Tag war richtig geil, hat so viel gebracht, so vertrauenstechnisch in das Motorrad, in die Reifen sozusagen. Ich hatte immer Bedenken bei den Reifen. Aber wunderbar, die haben ihren Job gemacht. Ich bin einmal kurz gerutscht, das war aber auch, lag auch daran, dass die Straße ein bisschen feucht war stellenweise am zweiten Tag. Leichter Rutscher, hat sich aber wieder gefangen, aber so ein Vertrauen jetzt aufgebaut durch den ersten Tag, und der zweite war das Vertrauen einfach mal da. Und ja, aber was halt immer noch bei mir die Schwäche ist, sind halt Linkskurven, keine Ahnung, warum das so ist, muss man wahrscheinlich üben, bis man schwarz wird. Dann, was noch, die Linienführung ist auch noch verbesserungswürdig. Ja, ansonsten, die Rechtskurven gehen, das Knie kriege ich nicht runter, da eher kommt bei mir die Fußraste, und ich weiß, man muss sich neben die Karre hängen sozusagen, das ist, habe ich probiert, war ein bisschen komisch, ist auch wahrscheinlich Übungssache und muss einer mal wahrscheinlich draufschauen, weil ich bin ja nicht groß, aber selbst ich habe mich eingezwängt gefühlt, wie in so einem Kaninchenkiste so irgendwie, so ein Kaninchenstall. Ich wollte den Ellenbogen runternehmen und mich daneben hängen. Es ging irgendwie alles nicht, und naja, wie gesagt, wahrscheinlich definitiv alles Übungssache. Was mich natürlich wundert, ist, dass ich bei Onkel Atze zum Beispiel, dem Kiffhäuser-Fotografen, sehe ich manchmal Bilder, da sitzen die Leute kerzengerade drauf, Kurvenlage, Knie unten. Da frage ich mich auch, Alter, da hängt nicht mal am Ansatz. Ich meine, ich habe versucht, wenigstens im Ansatz. Also, ich bin rübergerutscht, Rechtskurve, rechte Arschbacke raus, die zweite, also die linke hing noch ein bisschen drauf und so, aber der Oberkörper kam halt nicht so besonders gut mit. Aber bei denen auf dem Fotos, ja, ist nicht mal Ansatz irgendwie zu sehen, dass sie sich hier drüber hängen. Naja, so. Auf jeden Fall denke ich, wer mein erstes Video gesehen hat mit meiner ersten Kiffhäuserfahrt, das ist, glaube ich, schon eine enorme Verbesserung. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte reinziehen. Gibt es was zu lachen. Und ja, vergleicht mal. Ich denke schon, dass ich mich verbessert habe. Und ja, bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst mir reichlich da. Auch Tipps, Tricks. Wird immer gern genommen. Noch was, wenn ihr mich seht beim Kiffhäuser. Meistens fahre ich ja eh allein und würde mich über Gespräche freuen. Also quatscht mich ruhig an oder so. Oder ich quatsche euch an. Keine falsche Scheu. Ich beißt euch nicht den Kopf ab, im Gegenteil. So, bis dahin. Viel Spaß mit dem Video. Tschüssi. Der Matze wieder seit seinem Italienurlaub mal wieder mit einer Aufnahme unterwegs. Nicht, dass ich nicht gefahren bin, so ist es nicht. Hab seit Italien schon wieder über 1000 Kilometer runter. Naja, und jetzt will ich mal nochmal das Ende der Saison. Ich habe ja Saisonkennzeichen. Hier, guckt euch nochmal den Griff an. Den hat es richtig verbogen, aber bin ich froh, dass er nicht abgebrochen ist. So sah er ursprünglich mal auch auf der anderen Seite aus. Und was wir heute machen, ist Kiffhäuser. Und da muss ich mal gucken, hier ist unser Angststreifen sozusagen. Gute 2 cm. Und hier, naja, guter Zentimeter noch. Da müssen wir, was heißt müssen, da will ich heute mal noch mal dran arbeiten. Ich glaube, Olli war es, der mir mal den Tipp gegeben hat, dass man unter der Woche mal hinfahren sollte. Ja, das will ich heute dann mal machen. Donnerstag. Das Wetter ist, naja. So, alles zu. Solange wie es nicht regnet, ist es okay, aber es ist schon ziemlich windig.
Die Akkus sind auch nicht aufgeladen, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass ich heute noch mal fahre. Wenn sie mal geblinkt hätte, wäre auch von Vorteil gewesen. So, Moped ist noch nicht warm. Jetzt haben die Arschlöcher umgestellt. Alter, ich habe gerade noch für 2,04 Euro. Jetzt sind es 3 Cent weniger. Ach. Mann, Junge, was für ein scheiß Wind. Warum denn nur? Was ist das da vorne? Die Bullen? Sind das Bullen oder was ist das? Jetzt fahre ich hupend und krölend an ihnen vorbei und zeige ihnen den Stinkefinger. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Nee, nein, sage ich nicht. Unser Freund und Helfer. Oder sind das, ist das Polizei? Sieht ganz komisch aus. Was soll das sein, Junge? Aua. Grüß auch nicht. Heute ist der Tag des Nichtgrüßens, oder was? Ich glaube, die wollen mich provozieren. Die haben doch einen bösen Blick. Cool, die haben mich vorbeigeblinkt. Geile Typen. Ich habe erst gedacht, wo oben am Dach war ja auch so ein Blinker. Als der anging, dachte ich, was? Jetzt Rundumleuchte oder was? Jetzt halten sie dich an. Kommen Sie mal her, junger Mann. Sie waren super nett zum kleinen Matze. Der Matze hatte einen Hauch von Liebe gespürt. A Hauch of Love. Aber erstmal muss ich aufs Klo. Unbedingt, aber ich piss mir gleich in die Hosen. Er will auch Kurven fahren. Stelle ich mich mit da hoch. Ja. Oh ja, geile Kiste. Fireblade, geil. Jetzt sehe ich sie mal live. Fireblade. Sieht geil aus. Oh, ach so, aber er sieht aus, als würde er von der Arbeit kommen. Schönes Ding. Oh, ich muss erstmal aufs Klo. Sonne. Oi. Die gibt's hier. Naja, aber ich will ja nicht meckern. Vorne habe ich mich beschwert, weil Regenwolken da waren. Jetzt will ich nicht meckern, wenn Sonne da ist.
Mann, ich war immer noch nicht unten. Muss doch mal langsam irgendwie runterkommen. Wenden. Schnell, bevor der Transporter da ist. Scheiße. Es guckt die Möhre vor uns rum. Ah, kurzes Päuschen. Oh. Aber es ist schon, strengt schon an. Es macht übelst Spaß, ohne Frage. Aber musste ich echt schon konzentrieren. Also. Aber ich finde es heute schon wesentlich besser. Warte, wir können ja mal gucken. So, lass mal sehen. Oh, gucke hier. Jetzt sieht es auf der rechten Seite so aus, wie es vorhin auf der linken, hier auf der linken Seite sieht es jetzt so aus, wie es vorhin am Anfang auf der rechten Seite aussah. Gar nicht schlecht. Und hier, hier alles. Ey, hier waren es fast runtergefahren. Wir haben fast keinen Angststreifen mehr hier auf dieser Seite. Hier. Paar Millimeter noch. Hier stellenweise ist er sogar schon weg. Wird langsam. Matze wird langsam zum Kurvenfahrer. Ja. Wenn mein Visier nicht andauernd beschlagen würde, wäre auch schon mal hilfreich. Und vielleicht mal ein Stück aufmachen. Ja, so ist besser. So, wir sind schon wieder unten. Na gut, Visier zu. So, das soll es für heute auch gewesen sein hier am Kyffhäuser. Wir fahren jetzt wieder Richtung Heimat. Ja, moin und herzlich willkommen. Matze wieder am Start am Kyffhäuser. Das Wetter ist okay, also Sonne hat geschieden und erscheint noch ein bisschen. Ist auch temperaturmäßig, schätze ich mal, so
23, 24 Grad. Was hier jetzt ein bisschen ist, ich bin gerade mal hochgefahren, die Straßen sind stellenweise noch ein bisschen feucht in den Kurven. Und ja, ansonsten, hier oben ist noch die Baustelle. Lohnt sich also nicht, bis ganz hoch zu fahren, sondern nur hier, dann drehen und wieder runter. Ich bin ja nun nicht so groß, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hänge, wenn ich rüberhängen will, so wie zusammengeklatschter Haufen Scheiße. So, warte mal, hier neben die Karre. Ja. Mal neben die Karre. Ja, nee, irgendwie mache ich da was falsch. Keine Ahnung. Ich krieg das nicht geschissen. Nächstes Jahr will ich dann mal ein Kurventraining machen, aber dieses Jahr lohnt sich jetzt nicht mehr. Das ist ja, was haben wir heute? Den 11.10. Bisschen arg windig war es wieder auf der Herfahrt, aber ich war zum Glück nicht der Einzige, dem es so ging. Haben sich einige beschwert auf dem Weg hierher, dass sie fast von der Karre geflogen sind. Und wenn dir dann noch ein LKW entgegenkommt, dann hast du richtig Spaß. Mann, gibt's doch nicht. Kurve war es. Nee, auch nicht. Ich lasse es sein. Ich rate hier gar nicht mehr wild rum. Die Kurve war es. Naja, nee, ich muss mich auf meine Technik konzentrieren. So raus und drüber. Ja, ich weiß auch nicht so richtig.
So, da werde ich unten erstmal ein kleines Päuschen machen, weil es ist eigentlich auch nicht nur anstrengend, sondern halt auch für die Knie ist das irgendwie, wenn die Knie hier so in die Schalen reindrückst, tut auch weh mit der Zeit, da muss man sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Ich habe letztens im Garten meinem Nachbarn zeigen wollen, wie ich hier am Gefäuser fahre. Ich hatte ja nur die GoPro mit. Da war noch die Aufnahme drauf. Also, es sah überhaupt nicht beeindruckend aus auf dieser scheiß GoPro. Alles so winzig. Man konnte es. Denkst, Alter, wie bin ich denn hier um die Kurven geschlichen? Keine Ahnung. In echt ist das viel beeindruckender. Der beeindruckender. Also für meine Verhältnisse sozusagen. Okay, ein bisschen abgetrocknet hier die Stelle. Oh, das war die Fußraste unten. Das war die Fußraste. Was ist da passiert, Alter? Hä, wieso denn die Fußraste, Mann? Der Knieschleifer so runter. Hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Da kommt also eher die Fußraste als mein Knie oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Krieg das scheiß Knie nicht runter, Alter, leck mich doch am Arsch.
Es war so ein bisschen rutschig. So viel kann doch gar nicht mehr fehlen, Junge. Hallo? Matzer filmt gerade noch mal seinen Angststreifen, der nicht mehr vorhanden ist. Auf der rechten Seite jedenfalls. Hier sind noch ein paar kleine Spuren, ja, die man vielleicht noch wegholen kann. So, aber ansonsten sieht es schon ganz gut aus. Auf der linken Seite, da haben wir noch einen Zentimeter, stellenweise einen halben Zentimeter. Aber kriegen wir auch noch hin. Aber es ist schon mal gar nicht schlecht. Also die Kiffhäuserfahrt hat sich gelohnt, muss ich sagen. Gut, bis dahin.